Beim Heiraten heißt es ja immer, wir halten zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Ob ihr das geschafft habt, das schauen wir uns jetzt noch mal an. Oh. Temptation. Ihr zwei, ihr seid nicht nur in einer Beziehung. Wir sind verheiratet. Ja. Richtig. Also einer der Punkte, die mich richtig an Nico stört, ist, dass er sehr unselbstständig ist. Also Zahnarzttermine, hier alles für Temptation Island, die Vorbereitungstermine, habe ich alles organisiert. Und mich nervt es, ich will eigentlich einen Mann, der ein bisschen selbstständig ist. Ja, ich liebe dich. Ich wusste, dass er so weint. Und ich versuche jetzt gerade die Starke zu sein, wie immer in unserer Beziehung. Manchmal fühle ich mich ein paar Level über ihm. Und ich habe die ersten 1,5 Jahre komplett alles gezahlt für ihn. Ihn komplett unterstützt, ihn bei mir wohnen lassen. Ich habe ihm über 50 Bewerbungen geschrieben für seine Ausbildung, dass er seinen Ausbildungsplatz bekommen hat. Ich freue mich so sehr, dass ich da bin. Ohne Witz, es wird so geil. Die Mädels sind auch geil, einfach sehr positiv. Und das ist das, was ich brauche. Schon wieder. Ekelhaft, guck mal die Finger, ekelhaft. Was macht die da? Die passt ihm in seine Ritze rein, ist die eigentlich noch... Wow. Fick dich, Nicola. Wow. Er ist ein Stück Scheiße. Was hat er verfickte Scheiße noch mal zugelassen, dieses asoziale Stück, Alter? Weiß nicht, der ist so stolz auf sein hässliches Tattoo, oder? Er hat einen Arschfetisch. Ja. Nico steht voll auf Ärsche, weil er selber einer ist. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Der hübscheste Mann, den ich je kennengelernt habe, aber der dümmste, auf den ich je kennengelernt habe. Was ist los mit dir, du geisteskranker Alter? Wenn du nicht mit dir selbst zufrieden bist, dann beleidigst du andere und machst du diese Person drunter. Und das war bei mir eigentlich das Problem. Sie macht mich einfach immer runter und jetzt hat ganz Deutschland gesehen, was sie gesagt hat. Hast du ein wirkliches Selbstwertgefühl? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und das muss ich lernen. Und deswegen ich bin sehr dankbar, dass ich dabei bin hier. Wirklich. Eigentlich, das ist die beste Zeit meines Lebens jetzt. Das ist das eigentlich, das Kuscheln war absolut nicht ausgemacht, das weißt du. Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur noch traurig und enttäuscht. Findest du, dass eure Beziehung im Gleichgewicht ist oder findest du... Ich finde, ich mache schon einiges mehr, ich mache es aber gerne. Es tut mir leid, was ich gesagt habe, wirklich. Hat mich verletzt, natürlich, aber... Nein, ich schäme mich, das tut mir wirklich leid. Kannst du mir das verzeihen? Schatz, du musst mich überhaupt nicht fragen, natürlich. Okay, jetzt frage ich dich, verzeihst du mir? Ja. Gloria, würdest du sagen, ihr habt den Beziehungstest bestanden? Wir haben den Beziehungstest in meinen Augen bestanden. Wir haben aber viele Punkte, wo ich und auch er an uns arbeiten müssen und an unserer Beziehung. Und das ist schön, was sie gesagt hat. Ich und sie, beide. Wir beide. Das heißt, dass wir beide auf eine gleiche Ebene kommen. Ja. Und das werden wir machen.